Geisterjagd im Dorf der Shy Guys. Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem weiteren Part, Captain Toad, Treasure Tracker, Special Episode, DLC, Dings da. Ja? Ihr versteht schon. Hier ist also wieder was mit Doppelkirschen. Wir können wieder Geister kaputt machen. Damit. Einfacher. Sagen wir es so. Ehrenlose Scheiße, Alter. Weil die beide nicht gleichzeitig diese Scheiße da hoch können, ja. Sollen wir ein bisschen mehr Sport machen, damit die auch zusammen die Leiter hochkommen. Verreckt natürlich einer immer direkt. Ja klar, wir können es nicht. Ja. Da krieg ich wieder Sonnenhals, ey. Immer gucken. Tot. Scheiße. Ich hab noch kein einziges Juwel. Oh mein Gott. Man kennt ihn. Aber er ist nicht gut. Alter, wieso kriegen die es nie hin, vernünftig die alle zu töten so? Das ist doch unmenschlich, ey. Okay, eine Fackel ist an. Ach, da geht's. Alter. Muss dringend los. Also wirklich. Irgendwie spielen sich in dem DLC die Doppelkirschen richtig komisch. Digga, was ein Struggle, ey. Ich komme damit nicht klar. Die Doppelkirschen sind so schwammig geworden, finde ich. Man muss sich da richtig wieder dran gewöhnen, ey. War aber auch eine komische Idee von Nintendo, siehst du. Doppelkirschen, Alter. Was da los? Jetzt mal no joke. Ja, klettert halt weiter. Junge. Toad. Ihr seid solche Autisten, ihr beiden. Ja, ihr seid solche Autisten. Tut mir leid, wenn sich da jetzt irgendjemand beleidigt fühlt, was auch immer. Alter, das ist doch Müll. Die sollen verdammt nochmal diese scheiß Leiter hoch. Es kann doch nicht so schwer sein. Nochmal, sorry, dass ich jetzt ausgerastet bin, aber Alter! Da krieg ich Anfälle. Okay. Hier haben wir alles. Endlich! Bruder! Verschwinde! Gut. Die können wir halt einfach kaputt machen, ne? Ghostbusters. Alright. What? Ich jetzt ein bisschen überfordert. Tut mir leid. Okay, die Fackel da ist auch schon. Aktiviert, das haben wir hier schon mal richtig gemacht jetzt hier. Junge, dieses Spiel, ne? Es ist halt wirklich nicht mehr sozial so. Boah, geht doch. Wie lange ich an diesem Level hier schon wieder hänge jetzt? Na toll, da oben sind Doppelkirschen. Und wie soll ich da hin? Genau, gar nicht. Oder? Nee. Jetzt muss ich hier ganz schnell an die Doppelkirschen kommen. Okay, das hat ganz gut geklappt bisher. Ja,
Sagen wir so, es ist nicht mal schwer, aber trotzdem, ich bin. Bin überfordert damit. Dabei. Weg mit euch. Und der eine will da schon da hoch, ey. Ist ja unmöglich. Hoffentlich ist die Challenge irgendwas Einfaches. Irgendwie so. Irgendwie so mit zwei, mit beiden zusammen so abgeschlossen oder so. So übelst einfaches Zeug. Hatten wir auch schon mal. Hä, wieso? Ja, verreck. Danke. Oder alle Fackeln. Alter, 6 Minuten für dieses eine Level? Boah, da muss ich aber ganz dringend los. Alle Lichter entzündet. Ja, Mann. Gut. Gut. Umkämpfte Ausklapppfade. Level 6. Okay. Die Sache ist, 6 Minuten, klar, das ist schlecht. Aber ich sag mal, wenn wir für alle Level zusammen, wirklich mit allem, Herausforderungen, alles bei den Leveln, 6 Minuten brauchen würde für jedes, ist ganz okay, dann hat man halt so 24 Minuten, alle 4 Level, die ich ja in jedem Part mache. Die Sache ist, das kommt nie hin, das klappt nicht. Wie wird das hier mit Juwelen so jetzt? Oh. Hier ist ja schon eins. Und ein One-Up. Oh, okay, das war das erste. Heißt, wir haben bisher wahrscheinlich noch nichts verpasst. Es sind nur leider sehr viele Münzen für meinen Geschmack. Heißt, das kann gerne mal eine. Das wird vermutlich eine Herausforderung sein, wofür wir Münzen brauchen oder so. Weil guckt euch das mal an, das sind sehr viele. Oh ja, auch noch ein Goldpilz. Ja, 100 Pro. Boah, ich dachte, der wirft die nach vorne. Ist gerade der Goldpilz? Nein, wir haben auch noch ein Juwel verpasst. Okay, jetzt erstmal einfach abschließen. Einfach abschließen. Dann müssen wir es halt nochmal spielen. Und dann sehen wir auch direkt die Challenge. Ist besser so. Der letzte, der hat mich ein bisschen verwirrt. Den habe ich auch sehr spät erst gesehen, das letzte Juwel. Und der Goldpilz, what the hell, was da passiert? Keinen Schaden erlitten. Juch, das ist einfach eigentlich. Beim einen war ich halt einfach nur so dumm. Das ist einfach. Das ist sehr einfach. Okay, das Level liebe ich schon. Es macht auch Spaß. Es ist nicht allzu lang, ist halt auch nicht schwer. Man muss halt einfach nur laufen, ne? Ich check halt. Okay, der läuft. Ah, der ist in der Mitte. Man muss halt einfach schlau laufen. Also man kann den. Okay, da ist er jetzt zum Beispiel links. Ah ja, okay. Ich dachte, der fährt jetzt. Oh, die fliegen immer so, dass die einen. Egal wie man wo man lang man läuft, treffen. Ist aber scheinbar nicht so. Man kann den auch durch diesen Wege ausweichen. Mach schneller, Bruder. Na toll. Okay, hier lang. Boah, hat mir die. Der hat mich so erschreckt gerade, ne? Unglaublich. So, jetzt gucken wir mal. Wie man da hochkommt. Na toll. Das habe ich jetzt gerade leider gar nicht gecheckt. Wie wir das klappen. Ah, dahinter ist der Goldpilz. Ja, lol, ne? Aber keinen Schaden erleiden ist eigentlich relativ einfach. Das war jetzt halt nur das Problem, dass ich nicht ganz wieder mal verstanden habe, wo der das Juwel sein soll. Ja, okay. Okay, das geht. Das war halt sehr verwinkelt so. Okay. Okay, ganz ruhig bleiben.
Ah, aber es ist, das Level hier ist schon mal einfacher als die, die wir sonst früher immer hatten, so. So, wie gesagt, jetzt einfach nur hier durchlaufen eigentlich. Ohne einen Hit zu kassieren, so. Bruder, das ist nicht schwer. Gerade habe ich es die ganze Zeit perfekt geschafft. Ich glaube, hier muss man von der Seite gucken. Das ist das Beste so hier. Dann sieht man immer genau, wo die runterfliegen, wie weit die schon sind. So halbwegs jedenfalls. Ja. Mach schneller. Digga, renn. Junge, mach. Jetzt falle ich runter. Jetzt falle ich runter. Ah! Alter, dieses Ding war doch relativ schnell. Am Ende so. Jo, jetzt das Level irgendwie wie oft versucht? Keine Ahnung. Ich habe nicht mitgezählt. Schon traurig. Oder ich kann einfach nicht mehr zählen, wer weiß. Ja, jetzt haben wir so in circa 12 Minuten halt zwei Level geschafft. Ne? Ist schon ein bisschen traurig, aber passt halt zu den 6 Minuten. Kronen hat's an den Wildfesthütten. Auch geile Location. Gab's auch sehr oft in dem Game und das finde ich auch relativ geil. So, ne? Was ist da unten? Die will mich verarschen. Ne? Ah, da kommt man gar nicht runter. Ja, gut. Sah für mich halt danach aus. Das ist ja schon ein bisschen unnötig hier. What the hell? Also. Okay. Ich sammle jetzt direkt mal Münzen ein. Bruder muss los. Was war das jetzt? Ich bin einfach überfordert mit so einem Level. Was ist das? Ich finde, das ist im Vergleich zu anderen Leveln, Alter, sogar relativ einfach. Das Geile ist, wir haben gerade scheinbar den, der, die das Juwel behalten, ne? Geil, Mann. Sowas wünsche ich mir doch mal. Ah, jetzt haben wir beides verpasst. Ich bin auch so dumm, ey. Ich bin so dumm. Wo ist der andere Kronenhatz? Wo ist der Müll? Wo ist der Müll? Hä? Überforderung. Hä? Ach so, nein, ich war da. Bin immer auch so dumm, ne? Okay, dann können wir uns aber, glaube ich, das Juwel nochmal holen, ne? Hoffen wir mal. Hat nämlich keinen Bock, das noch so oft zu wiederholen, so. Hä? Wieso war das schon eingesammelt? Also, soll mich nicht stören. Jetzt habe ich es wieder nicht eingesammelt. Wie dumm bin ich denn bitte? Wie kommt man da hoch so schnell, hä? Okay, wir fangen es nochmal an. Warte, wie kommt man denn da runter? Von da oben runter sprechen. Da muss man den kompletten Weg ja nochmal laufen. Alter, wie dumm ist das bitte? Überforderung. Das ist halt wirklich so ein einfaches Level, ne?
Nein! Hä? LOL, wie soll man denn da so schnell hoch? Na egal. Wir dürften jetzt halt nur noch nicht mehr failen, so. Ach so, stimmt. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Nein, fahr doch hoch, fahr doch hoch. Junge. Wie soll man denn dann sonst noch hin? Ah. Man kann da hinten einfach rausspringen. Alter, ich hasse mein Leben. Bin so dumm. Bin so dumm. Als ob ich das nicht gesehen habe. Okay, hier ist diese Treppe, die ich vorhin da bei dieser runterfahrenden Plattform vermutet habe. Bitte, Pilz. Ja, geil. Natürlich nicht. Okay. Wie sieht's eigentlich da unten aus mit dem Pilz? Ist er ein Shy Guy? Ja, nice. Dann halt nicht so. Ja, Mann. Nein, das ist ein Shy Guy. Bruder, dieses Level. Keinen Schaden erlitten. Ja, nee. Wir sind sogar einmal gestorben. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. 17 Minuten und 3 Level. Noch nicht mal. Alter. Was ist los bei mir? Also, Profi. Lol. Ein richtiger Profi bin ich ja sowieso nicht. Also, nicht so wirklich. Aber Captain Toad war wenigstens so eine Sache. Da habe ich was halbwegs hingekriegt. Junge, lächerlich. Lächerlich. Boah, ich dachte gerade ganz kurz, wäre einer halt da, so in diesem kleinen Bereich, wo man runtergehen muss. Weil da spawnt er ja am Anfang, Scheiger. Und ich dachte, Alter, da wären zwei. Ich habe nur einen gesehen, der da hinter mir hergelaufen ist oder irgendwie so, ne? Und ich dachte halt, da wäre noch einer. Der wäre da nicht weggelaufen. Ich hatte so Schiss. Geisterjagd im Horror Express. Damit ist das dann auch das letzte Level für diesen Part. Wie gesagt, wir bleiben dann bei den... Oh Gott, wieder. Wieder Doppelkirschen, Alter. Die übertreiben es auch ein bisschen, ne? Langsam. Und diese Geisterjagd, die gab es auch schon so oft jetzt. Die haben mir gefühlt vom Konzept des Levels. Ja, vom Konzept. Die haben immer dasselbe. Also ich sag mal... Ja, okay, es gibt halt... Grundsätzlich ganz viele Arten von Leveln in Captain Toad. Also die Location, zum Beispiel diesen Geister, diesen Zug hier gibt's. Es sind immer Geisterzüge, stimmt. Oder halt grundsätzlich Züge. Es gab auch andere Sachen auf den Zügen mal, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Also diese Züge gibt's ja. Und dann halt nur mal Levelarten. Also Level Locations gibt. Ach, keine Ahnung. Das Spiel ist kompliziert. Aber diese Geisterjagd, die... Ja, geh halt hoch. Danke. Digga. Nicht euer Ernst. Junge, ihr verkackten Toads. Kriegt doch mal bitte wenigstens eine Sache hin. Okay, zweiter... Oder zweites Juwel. Lel. Ja.
Glück für dich, dass ich da runter muss. Oh nein. Die Stelle gibt's so auch in jedem Zug halt. Also bei diesen Geisterzügen. Aber bei diesen Zügen grundsätzlich in diesem Spiel hier. Wo einfach so eine riesige Fläche ist und wo dann Gegner spawnen. Zum Beispiel diese Matsch-Dinger da. Die müssen wir auch kriegen für diese Fackeln. Easy. Ja, wir haben alles. Aber okay, ich dachte, okay, da ist das Level schon zu Ende. Boah, war das knapp. Aber nee, wir müssen jetzt nur noch hier den Weg. Was hat das jetzt gebracht? Okay, vielleicht den geheimen One-Up-Pilz. Ist das vielleicht eine Herausforderung? So geheimer One-Up-Pilz, das gab es ja auch schon mal. Den findet man halt. Also ist eigentlich immer bei dieser Glocke so eine Herausforderung, aber man weiß ja nicht. Könnte ich mir sehr, sehr nice vorstellen, weil dann habe ich es halt. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Das wird halt passen zu dem Spiel. Diese Glocke hatte immer irgendwas so zu bedeuten. Da muss man halt immer irgendwas mit anfangen. Oh. Ja, ohne Doppelkirschen. Ja, okay, dann würden die auch nicht so viele Geister so placen. Guck mal, der eine Toad hat gerade eigentlich gar nicht in Richtung vom Riesen-Buhu gezeigt. Aber gut. Er ist trotzdem verreckt. Ne? Das möchte ich mich nicht beschweren. Alle Lichter entzündet. Ja, Mann, voll die einfache Challenge, finde ich. Hä? Ich check das nicht. Sind jetzt vier Level 1, ne? 2, 3, 4, okay. Dann würde ich sagen, das kosmische Rätselrad seht ihr dann im nächsten Part. Cap Toad, Treasure Tracker, Special Episode, DLC, ja. Okay, ich würde sagen, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Auch ein Abo natürlich, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und bis zum nächsten Part.